Willkommen zu meinem Tutorial-Video für Ghost Recon Breakpoint. In diesem Video zeige ich dir, wie du die beeindruckende Klassentechnik der Echelon-Klasse aktivieren kannst, die Sonarsicht. Die Sonarsicht ist eine äußerst nützliche Fähigkeit, um deine Feinde zu entdecken und taktische Vorteile zu erlangen. Aber wie aktivierst du sie? Das zeige ich dir jetzt. Um die Sonarsicht zu aktivieren, musst du zuerst sicherstellen, dass deine Klassentechnik-Anzeige unten links im Bildschirm voll aufgeladen ist. Sobald die Anzeige voll ist, kannst du die Sonarsicht jederzeit nutzen. Doch wie genau aktivierst du sie? Am PC drückst du einfach die Taste Y, auf den Konsolen hingegen drückst du gleichzeitig die Tasten LB und RB bzw. L1 und R1. Beachte, dass die Tasten zum Aktivieren der Sonarsicht auch unterhalb der Klassentechnik-Anzeige im Spiel angezeigt werden. Das war's. Sobald du die Tasten gedrückt hast, wirst du die Sonarsicht aktivieren und deine Umgebung mit einer verbesserten Wahrnehmung sehen können. Die Sonarsicht hilft dir dabei, versteckte Gegner in deiner Umgebung zu erkennen. Nutze diese Fähigkeit, um deine Mission erfolgreich abzuschließen. Du hast es geschafft. Du weißt jetzt, wie du die Sonarsicht der Echelon-Klasse in Ghost Recon Breakpoint aktivierst. Verwende diese mächtige Fähigkeit, um deine Feinde auszuspähen und deinem Team den entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Wenn dir dieses Tutorial-Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Vergiss nicht, auch meine anderen Videos anzuschauen, um noch mehr Tipps und Tricks für Ghost Recon Breakpoint zu entdecken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.